Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Kurojin und wir zocken Demon Stream New World. Ein Spiel entwickelt von Memorazer mit dem RPG Maker VX. Und es handelt sich dabei um eine geupdatete Version von Demon Stream, was Memorazer bereits letztes Jahr veröffentlicht hatte. Er hat nun sich nochmal extra daran gesetzt und hat einige Sachen verbessert und umgeschrieben. Und da ich die alte Version damals so ungefähr einem Drittel durchgespielt hatte, danach habe ich es aus Zeitgründen leider liegen gelassen, freue ich mich nun, dieses Spiel mit euch zocken zu dürfen. Und dann fangen wir auch direkt mal an. Dazu sei gesagt, es ist ein im klassischen JRPG-Sinne gehalten. Und wir haben jetzt die Wahl, uns das Intro anzusehen oder zu überspringen. Wir sehen uns das Intro natürlich an. Und dann geht's auch schon los. Mit dem Prolog. Diese Höhle ist größer als ich dachte. Vielleicht hätten wir uns mehr Heiltränke besorgen müssen. Ach Liebling, du weißt doch, wie wenig Gold wir derzeit haben. Mehr war einfach nicht drin. Aber darum sind wir ja hier. In dieser Höhle muss einfach der Schatz sein, von dem in letzter Zeit alle sprechen. Wir müssen ihn finden, damit wir unseren Kleinen etwas bieten können. Ich hoffe, die Gerüchte stimmen. In der Gegend wurden immer wieder Monster gesichtet. Hier muss einfach etwas sein. Lass uns vorsichtig weitergehen. Wir haben unser hartes Training nicht umsonst absolviert. Wir sind stark und schaffen das, hörst du? Ach, Makiro, du gibst mir Kraft. Gehen wir weiter. Ah, cool, wir können sogar das Intro selber spielen. Ja, jetzt sind wir quasi mitten im Geschehen. Mona, wo willst du hin? Das ist die falsche Richtung. Okay, da können wir schon mal nicht lang. Dann gehen wir halt den Weg hier weiter. Ja, wie gesagt, das Spiel ist in klassischem JRPG-Manier aufgebaut. Und mehr weiß ich so. Da liegt wirklich eine Spitzhacke auf dem Boden. Jetzt gehört sie mir. Spitzhacke erhalten. Mehr habe ich jetzt von dieser Version noch auch selber noch nicht gesehen. Ich habe mir nur einmal die Spielvorstellung angeguckt, war davon schon begeistert, hat mich gefreut, dass es eine geupdatete Version gibt. Und jetzt zocke ich diese mit euch. Meinst du wirklich, wir können hier vorbei? Diese Spitzhacke sieht nicht mehr ganz frisch aus. Das funktioniert ganz sicher. Mit diesem Spezialwerkzeug kann man Steine zerstören und manchmal sogar wertvolle Edelsteine finden. Normalerweise kennst du dich mit solchen Werkzeugen doch aus. Jetzt frage ich mich, warum die das weiß. Ist sie insgeheim eine Bergfrau oder sowas? Ich sehe doch immer, wie du im Fluss mit der Angel nach Fischen jagst oder mit der Schaufel auf Schatzsuche gehst. Beobachtet sie ihn bei der Arbeit, ja? Soll das eine Beschwerde sein? Hab ich was verpasst? Nein, nein. War nur eine Feststellung. Nun mach schon den Stein kaputt, die Leute warten. Ja, denn wir wollen einen Schatz finden. Wir machen jetzt einfach mal alle Steine kaputt. Denn vielleicht können wir ja... Nein, können wir nicht. Vielleicht können wir ja etwas entdecken. Der nächste Abschnitt, der nächste Stein kaputt. Und... Bumm. Du bist auch noch am Weg. So. Jetzt geht's erstmal weiter. Oh. Diese schmalen Höhlengänge sind schlecht. Ja, du hast recht. Hier können wir Monster nicht ausweichen. Wir müssen uns wohl durchkämpfen. Ja, Tutorial for the win. Und laufen können wir auch noch. Hab ich auch gerade rausgefunden. Und da ist auch schon unser erster Gegner. Eine
grüne Fledermaus und auf geht's! Boah, ist ja noch keine Fledermaus. Mann, ist das viel hässlich. So, jetzt sind wir mitten im Kampf. Mit Mola und Makiro. Wir haben... Olma heißt das wieder. Wir haben... Angreifen, Fähigkeiten, Abwehr, Item und Ausrüstung zur Auswahl. Kann man die Ausrüstung im Kampf wechseln? Tatsache. Könnten wir, wenn wir welche haben. Angreifen wird wohl der normale Angriff sein. Fähigkeiten, was kann unsere Makiro denn? Dauerangriff, greife einen Gegner dauerhaft an. Stromkugel, durch Spannung geformte Kugel, kostet 70 MP. HP, MP haben wir auch. Stark, heilende Hand, starke Heilzauber, regeneriert LP einer Person. Und Wasserballangriff mit Wasserblasen. Ah, was, mit 70 MP sollte doch stark sein, oder? Nehmen wir das mal. Bestätigen. Oh, Schwäche erkannt. War wohl gut, dass ich das genommen habe. Oh, versuche ich mal. Ich werde sowieso sämtliche Fähigkeiten einmal einsetzen. Weil ich mir die Animation gerne angucken will. Mit Dreifachangriff einmal. Ja, und hier die heilende Hand aus. Ah, oben rechts haben wir auch eine Combo-Anzeige. Oben links die Angriffsreihenfolge. Ist alles rundenbasiert hier. Wie gesagt, klassisches JRPG. Kampfsystem. Boah, das sah cool aus. Also die Animation hat Memorizer echt gut hingekriegt, finde ich. Giftanschlag. Aber wir wollen ja nicht zu viel MP verbraten. Tot. Oh yeah. Die Musik ist irgendwie cool, aber 1470 XP erhalten und Monsterkarte gefunden. Loot gibt's auch noch. Und eine wunderschöne rote Verschwinnibus-Animation. Gefällt mir auch sehr gut. Nur die Kampfmusik am Ende. Also diese Victory-Music, die... Ich bin mir da noch nicht so ganz einig, was ich davon halte, ob ich die jetzt mögen soll oder nicht. Wenn wir mehr Platz hätten, könnten wir diesen Monstern ausweichen. Wir könnten ihnen einfach davonrennen. Aber ist das nicht ein bisschen feige? So bist du doch normalerweise nicht. Ich sage nur noch, dass es manchmal besser ist, dem Gegner auszuweichen. Wir wissen nicht, was noch auf uns zukommt. Manchmal muss man auch strategisch an die Dinge rangehen. Und nicht so ungestüm wie du, mein Liebling. Ungestüm? Du weißt, wie ich das meine. Na warte, wenn wir zu Hause sind, kannst du was erleben, mein Liebling. Oh, er scheint aber zu knistern. Das hat Makiro nicht so gefallen. Um Gegnerscharen leichter aus dem Weg zu gehen, sollte man an ihnen vorbeirennen. Der Charakter rennt, wenn beim Bewegen die Shift-Taste gedrückt wird. Ja gut, Shift-Taste, ich spiele jetzt mit dem Controller. Das ist bei mir, wenn ich die Aktionstaste bzw. Bestätigen-Taste gedrückt halte, dann rennt er genauso. Und da sind weitere Grollmar, die wir vergnügt platt machen können. Was hat man denn schon? Giftanschlag, Paranschlag, Verwirranschlag will ich mir jetzt mal angucken. Mal den Dauerangriff. Ich muss schon sagen, dass die Schriftart von den Scharenzahn gefällt mir auch sehr gut. Kann man sehr gut erkennen. Und was mir auch aufgefallen ist, ich mach die Runde jetzt einmal schnell. Ja. Das Viech kam jetzt, glaube ich, gar nicht zum Angriff. Doch, das haut sich aber selber immer, wenn es verwirrt ist. Jetzt ist es nicht mehr verwirrt. Ah, leider schon kaputtfähig. Ich wollte nur was gucken. Yeah, funky. Und direkt der nächste Kampf. Jetzt machen wir einfach mal normale Angriffe.
Dann habt ihr das gesehen. Im Standardkampfsystem vom RPG Maker 4X ist es so, dass man die Animation von den gegnerischen Angriffen bzw. die Animation, die auf die Gruppe wirken oder auf die eigenen Charaktere, dass man die nicht sieht. Memorazer hat das jetzt so gemacht, dass man diese Kampfanimation über dem jeweiligen Charakterporträt von dem betroffenen Charakter sieht. Das finde ich persönlich das sehr gut, weil so hat man dann nochmal ein gewisses Feedback, was man dann bekommt. Jetzt mache ich aber doch mal die Stromkugel, um das Viech einmal schneller auszunocken. Schwäche erkannt. Über 1000 Schaden. Das ist schon eine Ausnummer. Nein. Viel Stück sowieso. Oh, die Schadenzahlen haben ja schön geleuchtet. Das war dann wohl ein kritischer Treffer. So werden die dann wohl, gehe ich jetzt mal von aus, visualisiert. Na, was haben wir denn hier? Ob hier jemand haust? Scheint, als könnte man auch in so einer schäbigen Höhle nicht auf Unterhaltung verzichten. Also eine beiläufige Bemerkung. Das Buch ist in einer mir unbekannten Sprache geschrieben. Ja, soll vorkommen, ne, Mola? Man kann eben nicht alles verstehen. Ein paar Weinfässer. Hier steht Besitzer Alexander Weingart. Stammt er nicht aus unserer Stadt? Gute Frage. Auf dem Boden dieser Vase sehe ich eine rötliche Substanz. Vielleicht ist das ein bisschen Wein, den man da reingekippt hat. An Proviant scheint es hier nicht zu mangeln. Wir werden wohl bald auf den Bewohner treffen. Bewohner? Ach gut. Da ist noch eine Kiste. Eine alte verschraubte Kiste ist ja. Okay. Gut, zu wissen, die ist leer. Aber nee, ins Menü kommen wir gar nicht. Wir sind's, Mann. Luna. Luna ist doch bestimmt eine Frau, oder? Halt! Keinen Schritt weiter! Frauenstimmen kann ich überhaupt nicht. Kann ich immer wieder betonen. Schon wieder so ein paar mächtige Krieger, die sich mir in den Weg stellen wollen. Habe ich heute Tag der offenen Tür? Lass den Unfug. Du bist einer der besagten Kristall. Bist du einer der besagten Kristallwächter, von denen in der Legende gesprochen wird? Ihr Menschen werdet es wohl nie lernen. Diese einfachen Höflichkeitsregel, bevor ihr im Kampf sterben werdet. Mola, verschwenden wir keine Zeit mit unnötigen Palaver. Wir vernichten dieses Monster jetzt und hier. Da bin ich ja mal gespannt. Glaubt ihr wirklich, ihr seid stärker als die, die vor euch hier waren? Ich habe heute alleine um die 5 Krieger besiegt. Ihr seht selbst, wie es hier aussieht. So schnell kann ich gar nicht aufräumen. Deine kleinen Psychospielchen kannst du schön sein lassen. Darauf fallen wir nicht herein. Na, wenn ihr meint. Ihr habt es nicht anders gewollt. Und wir werden von Luna angegriffen, der Wächterin der Kraft. Nochmal Entschuldigung für die schlimmen weiblichen Stimmen. Wie gesagt, die kann ich leider nicht so gut. Bin auch kein Profi-Synchronsprecher. Der Stromkugel machen wir auf jeden Fall gut Schaden, das behalten wir mal bei. Macht der mit dem. Das ist wahrscheinlich wie so eine. Das ist wie so eine Geistergestalt ist. Und die irgendwie verwirren? Oh, Höllenfinsternis. Sieht schön aus. Macht doch einiges an Schaden. Schaden insgesamt haben wir kassiert. Ja, Mark Hero sollte sich eventuell mal heilen. Das tun wir dann auch gerade. Power-Anschlag.
nochmal, weil es so schön war. Also mir gefällt das Kampfsystem schon mal sehr gut. Die Kampfmusik an sich finde ich auch sehr stimmig und passend. Und die Animation sind Memorazer wirklich sehr gut gelungen, meiner Meinung nach. Stromkugel hinterher. Obwohl, was haben wir denn an Items? Ah, High Potion halt 1000 HP eines Kämpfers und Allheilmittel halt sehr viele Zustände. Hat das nicht alle Zustände, wenn es ein Allheilmittel ist? Also verwenden es auf jeden Fall auf Mola. Marke, ich kann einen Wasserball erzeugen. Wir haben leider nichts, um unsere MP wieder aufzufüllen, habe ich gerade gesehen. Alles weg. Jetzt kommt sie wieder mit ihrer Höllenfinsternis an. Leider können wir jetzt noch. Okay, Wasserball noch einmal. Wie sieht es aus, Markiro? Kannst du unsere Spezialtechnik anwenden? Ich brauche noch einen kleinen Moment. In der nächsten Runde ist sie dran. Spezialtechnik. Da bin ich aber gespannt. Das ist ein Ende-Monster. Der Schatz gehört uns. Dann zeig, was du anfasst. Ich werde hier heute nicht sterben. Chaoslichtgeist. Ah, was war das? Was war das für eine Technik? Wieso könnt ihr solche Kräfte entwickeln? Was hast du dir vorgestellt? Wir sind nicht wie andere Krieger. Wir stammen von einer geheimen Magiergilde ab, die Schwächen der Monster studiert. Es wird nicht mehr lange dauern, bis wir euch alle vernichtet haben. Dass ich nicht lache. Wie immer überschätzt ihr eure Kraft. Der Kristall wird euch niemals... Aber wie kann das sein? Ich habe noch Kraft. Ich habe noch Kraft, glaubt mir! Puff, und weg ist er. Und da ist der Kristall, den die beiden gesucht haben. Das ist der Kristall aus der Legende. Haben wir es geschafft? Der Kristall hat ein Erdbeben ausgelöst. Das war ein Zauber. Wir müssen hier raus, bevor die Höhle zusammenbricht. Los, renn! Oh oh. Mola, die Höhle ist zu lang. Wir schaffen das nie. Gib nicht auf. Renn weiter. Oh, jetzt müssen wir selber rennen. Oh, Steinchen weg. Nein. Ich will nicht zerquetscht werden. Eine einstürzende Höhle. Niemals. Schneller, Mola. Schneller. Das war's, Liebling. Die Höhle ist so lang. Wir kommen hier nicht mehr raus. Warum sind wir nur in diese Höhle gegangen? Wir waren zu gierig. Wir hätten mit dem zufrieden sein sollen, was wir hatten. Unsere Tochter. Was soll sie nur ohne uns machen? Sie ist stark, genau wie du. Ich weiß, dass sie ihren Weg gehen wird. Mola, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Lange Zeit später, an einem anderen Ort. Oh, die zwei Armen.
haben sie es doch nicht mal so wieder geschafft. Ich fühle mich, als würde mein Kopf gleich explodieren. Was ist nur geschehen? Wie zum Teufel bin ich an diesem Strand gelandet? Das Meer sieht so friedlich aus. Träume ich vielleicht? Nein, das ist Unsinn. Aber wieso kann ich mich an nichts mehr erinnern? Mein Kopf muss was abbekommen haben. Ich kann mich nicht erinnern. Wer bin ich? Und was mache ich hier? Verdammt! Da ist nur ein Name, der mir schon die ganze Zeit durch den Kopf geht. Nox. Noxus? Stimmt, ich heiße Noxus. Ich fühle mich etwas geschwächt. Vielleicht sollte ich erstmal von diesem Strand runter und mir eine ordentliche Unterkunft suchen. Kapitel 1. Symbol der Erinnerung. Ja, Leute. Das war ein grauenvolles Ende für das Pärchen. Sie wollten eigentlich nur ihren Kindern bzw. ihrer Tochter etwas mehr bieten. Doch wie das so ist, Gier ist eine Sünde. Und das wurde ihnen zum Verhängnis. Aber immerhin können sie nun zusammen in Frieden leben. Und nun haben wir die Kontrolle über Noxus erhalten, der, wie ihr vermutlich auch schon festgestellt habt, sein Gedächtnis verloren hat und keine Ahnung hat, warum er hier an diesem Strand ist. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt die Folge beenden und wir uns dann in der nächsten Folge damit befassen, warum Noxus hier an diesem Strand sich befindet. Dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Ich mach's gut, ihr macht's besser. Bis dahin, ciao.